So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Altes Live oder so. Die macht schon aber drei. So. Genau, und wir haben schon wieder keine Spitzhacke, wir müssen uns eine neue Spitzhacke kaufen. Oder hast du zwei Spitzhacken? Ich glaube, du hast mir die noch nicht gegeben. Doch, hatte ich. Nee, hab sie nicht mehr. Okay, dann müssen wir uns jetzt eine neue kaufen. Hallo, ich will an den Market. Da. Spitzhacke, bei Item. Ich brauche direkt Geld. Mal an mein Geld, Schmidt. Damit ich mir eine Spitzhacke nehmen kann und mir einen Geländewagen kaufen kann. Was kaufen? Ein Geländewagen. Achso, hast du denn genug Geld oder soll ich dir jetzt noch ein bisschen was geben? Ich weiß nicht, ob's reicht, aber ich glaube mal schon. Dann renne ich schon mal zur Bank, nicht zur Bank, zur Garage und guck mal, ob meiner jetzt da steht. Eigentlich sollte der jetzt in der Garage sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hab um 50 genau. Okay. So. Das geht doch nicht, das ist doch viel zu ungenau. Okay. Und der jetzige Plan, also der Plan für die Folge jetzt ist Kupferfarmen. Ja, genau. Manchmal ist das hintere dran und manchmal auch nicht. Komisch. Was, das hintere dran und manchmal nicht? Was, wie, wo? Ja, also beim Geländewagen. Ach so, ja. Ja, mal gucken, ob meins jetzt dran ist, wenn ich das raushole oder ob das dann weg ist. Kann natürlich sein, dass sich das sogar in der Garage manchmal verändert. Okay, wo ist die Garage? Da, wo Garage steht. Ich renn gerade hin. Da steht einer mit einem Quad. Soll ich den mal töten? Nein, ich lass das mal. So gemein bin ich ja nicht. Doch ist er. So, gucken wir mal hier. Lol. Fahrzeug, Garage. Hä, ich hab nur das Quadbike. Warum? Warum wird mir jetzt nur mein Quadbike angezeigt? In der Garage. Ich weiß nicht. Das finde ich jetzt aber doof. Muss man das extra immer wieder in die Garage bringen, damit man das abholen kann? Da vorne steht einer. Ich frag den mal kurz. Hallo Jakob. Warte kurz. Nicht Gruppenkanal. Hallo Jakob. Ich hätte da mal kurz eine Frage. Hieß es nicht, dass das Fahrzeug in die Garage gebracht wird, wenn der Server neu gestartet wird? Oder habe ich da was falsch verstanden? Wie bitte? Also mein Fahrzeug ist jetzt weg nach dem Neustart. Muss ich das extra in die Garage bringen oder wird das nicht automatisch reingebracht? Das wird leider nicht automatisch reingebracht. Was war es denn für ein Fahrzeug? Das war so ein Offroader. Okay, dann müssen Sie zum Marktplatz gehen, einfach einen Polizisten sagen, hey, mein Fahrzeug ist bei dem Restart weggepackt worden, dann bekommen Sie das Geld und können sich einen neuen kaufen. Ach okay, machen die das einfach? Das ist ja schön. Normalerweise machen sie das. Also normalerweise. Okay, dankeschön. Okay, also ich soll zum Marktplatz gehen und dem Polizisten Bescheid sagen, dass mein Offroader weg ist nach dem Neustart. Dann mach ich das doch gleich mal. Warte kurz, bevor du das machst. Drück mal Z. Dann drück mal K-Chain. Dann siehst du, wie weit weg dein Geländewagen ist. Ja, der wird ja nicht mehr angezeigt. Also der ist anscheinend sind alle Fahrzeuge nach dem Neustart weg. Okay. Dann musst du dann Bescheid sagen. Geh jetzt mal zu so einem Polizist. Hallo Officer. Ups, falsche Channel. Hallo Officer. Ja, das ist immer ein bisschen verwirrend. Ja. Fahr mal, warte, bist du das hier in dem Blau? Ist nichts. Nee, das bin ich nicht. Ah, du bist hier. Komm. Ja. Mein Freund muss Ihnen was sagen. Der LPR Mike. Hallo. Der Server wurde ja gerade neu gestartet und mein Offroader war nicht in der Garage. Der Jakob hat mir gesagt, ich soll... ich soll mich an Sie wenden. Ja genau, das ist noch so ein kleines Problem, dass die verschwinden. Da muss ich auf jeden Fall mal noch mit dem Host reden. Okay. Dass der da was macht, weil ich will ja schließlich auch, dass der Server läuft, ja, für das, was ich haben will, ne? Ja, verständlich. Soll er mir auch das geben halt. Ja, und nicht wundern mit den ganzen Desyncs, das ist halt seit dem Arma-Update. Kommt halt von Arma selbst. Okay. Das, denke ich mal, werden die auch schnellstmöglich beheben. Okay, können Sie mir denn eventuell das Geld geben? Ja, kein Problem. Okay. Kurz,
kurz stören. Ich, da hinten ist schon wieder so ein komischer Ifrit, ne? Wo? Da ganz hinten, also als ich da von da hinten hier hingelaufen bin, war da wieder einer. Aber diesmal ist es normal, also ohne MG. Aber da ist trotzdem einer. Okay, ja, übrigens, übrigens danke und schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja. Oh, Koi. Der hat mir einfach 80.000 gegeben, lol. 80! Okay, müssen wir öfter mal beim Server Neustart aufnehmen. 80.000! Yep. Geil. Warte kurz, ich habe jetzt 93.000, ich guck mal kurz, wie viel Geld ich hier habe. Also wie viel das so kostet. Ja, rein theoretisch könnte ich mir jetzt ein SUV kaufen. Ich weiß aber nicht. Oder soll ich mir, ach, ich kaufe mir erstmal einen Geländewagen, weil ich meine, eigentlich hätte ich das Geld ja noch nicht. Also, ist schon ein bisschen jetzt. Schau, wie bei Gronk oder Pizmi, dass die direkt am Anfang zu viel Geld bekommen haben, macht schon ein bisschen. Aber wir müssen es ja nicht unbedingt ausnutzen. Also es ist ja die eine Sache, wenn man es direkt ausnutzt, und es ist ja anders, wenn man weiterspielt, als hätte man das Geld selber verdient oder so. Ja, okay. Okay, also ich bin jetzt einfach 19.000 Vistor. Wie viel habe ich denn jetzt? Ach so, eine Spitzhacke habe ich schon, okay. Und dann kaufe ich mir einfach noch einen Offroader, so. Also, kennst du mir dann, Moment, wie viel habe ich noch? Noch ein bisschen, dann hol ich mir noch was zu essen und trinken. Ach, der heißt hier sogar Geländewagen, okay. Ja. So. Dann gehe ich direkt dahin und hol den ab, falls ich noch wer ein Auto kaufen möchte. Ist dann aber gut, weil dann neben dran. Da muss ich demnächst gar nicht mehr nachfragen, weil dann kann ich einfach das Geld benutzen, was er mir gegeben hat. Die nächsten Male, wenn der Server neu gestartet wird. Das ist ja ganz gut. So, da ist ein Quad. Ein Quatsch. Bist du der Rote? Ja, ich bin der Rote. Moment, wo ist jetzt meins? Weiß ich nicht, wo du den hingestellt hast. Da. Brauche ich noch irgendwas? Ich glaube, ich sollte mir auch noch ein bisschen was essen und zu trinken holen. Warte mal, das mache ich auch mal kurz. Okay, einmal kurz noch abschließen. Achso, habe ich jetzt denn noch mein Toolkit? Ja, komm, das, den Werkzeugkasten habe ich noch. Das ist gut. Ich glaube, okay, ich habe aber noch zwei. Also wollen wir jetzt los, wir sollen ja keine Zeit trödeln. Ja, machen wir gleich. Upsala, ich muss jetzt nur... Moment, wie viel hebe ich denn mal ab? 1000. So, und dann hole ich mir das nur kurz. Damit ich genug Essen und Trinken habe. Also ein bisschen Essen, Moment, Wasserflasche. Ich habe mit zwei Wasserflaschen und ein Haus und Fleisch da gekriegt. Ich hole mir einfach von jedem drei. Und dann brauche ich noch, Moment, drüben beim General Store war das, glaube ich. War das der hier? Was brauchst du? Toolkits, also hier Werkzeugkästen. Solltest du dir auch holen sonst, falls wir irgendwo... Ich habe kein Geld dafür. Moment. Und ich möchte das geschenkte Geld nicht benutzen. Müssen wir halt verdienen. Okay. Ja, also soll ich... Ja, okay, stimmt. Warte kurz, dann... Ich kaufe mir aber noch... Ich kaufe mir einfach so viele, dass mein Rucksack voll ist, so. Habe ich einfach 4 dabei. Ich meine, das Geld, ich hatte ja sowieso noch 12 oder 14.000 oder sowas auf dem Konto. Die kann ich ja dann noch benutzen. 2, 4, 5. So, jetzt können wir los. Okay. Jetzt bin ich bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Zu jeder Zeit. So, aufschließen. Einsteigen. Abschließen. Und jetzt mal gucken. Direkt zur Kupfermine. Da. Okay, du bist schon... Ach, du bist der Blaue da, okay. Ja, genau. Also... Okay, dann fahr mal vor. Okay. Hier ist aber 30er-Zone. Pass auf, dass du keine Leute umfährst, ne? Guck mal, jetzt habe ich aber einen... Wow! What the fuck? Warum wurde ich... Hä? Warum bin ich jetzt explodiert? Was soll das? Das warst du! Ja. Warum bin ich explodiert? Warum wurde ich getötet? Die wollen mich doch verarschen. Ja, du hast ja genug Geld. Ja, jetzt habe ich genug Geld, aber trotzdem finde ich es ein bisschen scheiße. Weil, ja, warum? Hallo? Und deine nimmt jetzt deine Sachen auf. Ja, zum Glück hatte ich kein Geld dabei. Deswegen packe ich mein Geld immer in die Bank. Ich nehme mal deine Sachen auf.
Ich glaube, ich gehe zum Officer und frage. LPR Mike ist hier in die Luft gesprengt worden, ich weiß nicht warum. Achtung! Also sagst du denen schon Bescheid? Warte kurz, ja. Sushi. Was, Sushi? Ja, so heißt. Mein Freund da wurde gerade, also ist gerade in die Luft gesprengt, er weiß auch nicht warum, er ist einfach explodiert. Sagt er. Warte, ich sag das, ich erkläre das dem nochmal kurz. Moment, in welchem, so Direct Communication, dann komme ich gleich zu dem. Oh, nochmal was in die Luft gesprengt worden. Okay, was war das jetzt? What the fuck? Bist du jetzt schon da hinten bei dem Auto, bei dem Brennenden? Also ist das mein Auto, das Brennende? Ja. Wo bist du denn? Ich lauf gerade dazu. Wo bist du? Ich bin irgendwo hinter dir. Wo bist du das? Bleib mal stehen. Ja, das bist nicht du. Wir wollten das noch klären wegen Atira vom Restart. Ja, machen wir gleich. Also ich bin jetzt im brennenden Auto. Ja, das brennt jetzt nicht mehr. Irgendwo hier bist du. Alter, da bist du! Hallo? Ist das hier? Ich bin hinter dir. Polizist? Ist dieser Marcel ein Polizist? Nee. Moment, wo sind du Schießer. Die sind jetzt beim Auto und brennt. Das ist gerade noch etwas in die Luft geflogen. Die sind jetzt okay, dort. Okay, guck mal, mein Offroader wurde da wieder... Hm? Der wurde wieder da in die Dingens gebracht, in die Garage. Da muss ich da halt nochmal hinlaufen und den nochmal holen. Moment, dann bleib ich mal lieber dort mit meinem Auto. Lassen wir den erstmal hier vorbeifahren, so. Das finde ich jetzt komisch. Okay, komm. Was? What fuck? Hallo, Herr Officer. Withdraw. What the fuck? Kann ich machen. Tut mir leid. Wo fliegen hier andauernd Autos in die Luft? Ich hole mir jetzt einfach noch ein Auto in der Hoffnung, dass ich... Nee, also ich hole mir meinen Rucksack und so und hole mir dann ein Auto und fahre dann direkt dahin. Du kannst ja schon mal vorfahren. Doch kann nicht. Natürlich sein, dass der da jetzt gerade was gehackt wird und so. Passiert ja leider immer mal, weil das nicht so gut geschützt ist. Also soll ich schon mal hinfahren? Ja, ich komme dann von woanders. Also ich fahre nicht hier über den Marktplatz, damit... der mich halt nicht nochmal sieht. Was da passiert ist, oder ist wieder so auf einmal? Es ist einfach in die Luft geflogen. Ach man. Man okay. Leute, nur dass ihr es wisst, den Polizisten sollte man immer schön begrüßen. Können die Admins nichts dagegen machen? Eine Erste-Hilfe-Kasten kaufe ich mir auch mal, eine Nachtsichtbrille, so jetzt habe ich wieder alles. Okay, ich gehe schon mal dorthin. Ich weiß nicht, warum das alles explodiert, das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, kein Eckangriff. Wäre schon kacke. So, gehen wir mal zu der Garage und holen uns das Auto wieder. Achso, ich brauche noch eine Spitzhacke. Mist. Mann, dadurch wird nur total aufgehalten. Das hat jetzt schon wieder 5 Minuten oder sowas gedauert. Wie lang ist die Aufnahme schon? 13. Da kannst du die Aufnahme nennen, die nutzloseste Folge ever. Ja, kann ich machen. Ich renne jetzt hier einfach mal quer drüber und hole mir eine Spitzhacke. So, ich bin jetzt bei der Kupfermine. Okay. Achso, jetzt muss ich mir natürlich wieder Essen holen und so. Ich weiß gar nicht, ob ich... Warte mal, ich gucke mal, dass ich ein bisschen Geld dabei habe, so 1000 oder so. Oh, oder nee, egal. Ich hoffe einfach mal, dass ich... mir das wiederhole. Nee, ich bleib jetzt nicht hier. Die diskutieren da zwar gerade, aber ich misch mich da jetzt nicht mit ein. Mein Offroad, also mein Geländewagen ist wieder da in der Garage und darüber bin ich glücklich und deswegen, ja. Ich kann irgendwie nichts abbauen. Eine Spitzhacke dabei. Kann irgendwie nichts abbauen. Okay. Komisch. Bist du vielleicht nicht an einem Stein? Oder vielleicht Doch. Nicht an dem richtigen Stein? Ich musst du immer mal ein paar Steine ausprobieren oder so? Ja, ich habe jetzt fast jeden Stein ausprobiert. Ja, manchmal funktioniert das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt noch relativ verbuggt hier.
weil das ja auch noch relativ neu ist und so, und es ist ja auch nur ein Mod. Ein E-Mod, um genau zu sein. Gucken wir mal kurz. Fahrzeuggarage, Geländewagen. Get Vehicle. Warum? Okay, was jetzt habe ich offiziell keinen Bock mehr. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach zur Kupfermine, auch wenn das dann beschissen ist, aber ich bin schon wieder in die Luft geflogen. Warum? Ich weiß nicht. Ich kann hier auch keinen Stein abbauen. Okay. Ja, ich rede jetzt mal mit den Officers. Officers. Das ist doch echt doof, wenn es hier so Probleme gibt. Also Probleme? Ach, ich glaube, da kommt schon einer, oder? Kavalier? Moment, setzen wir uns mal einen Homepunkt. Also so einen Punkt bei der Garage. Warum sollte man da keinen Kupfer abbauen können? Weiß ich nicht, komme ich so vor. Okay, ich laufe jetzt schon mal in die richtige Richtung. Gucken wir mal, ob die jetzt schon da bei der Garage stehen und dann... Ah, okay. Dann also mein Geländewagen wurde schon wieder zurückgesetzt, aber trotzdem finde ich das irgendwie scheiße. Ich teste es jetzt nochmal aus und... Ja. Du meinst, wurde noch nicht in der Luft gejagt, sondern bei mir mitfahren. Okay. Kann ich natürlich machen, aber... Ja, gucken wir mal hier. So. Außer, was ich gut finde, so können andere schauen und Alter. Sehen, wie ist das Spiel Arma 3 überhaupt? Oh. Okay. Naja, mal gucken. Also da hat gerade einer im Side-Channel rumgeschrien. Mhm. Hab ich gehört. Das sind so Leute, die, ich weiß nicht. Also die ist immer ein bisschen schwierig, das vergisst man manchmal, dass man in einem falschen Channel ist. Ist mir auch schon passiert. Deswegen kann man dem ja nicht böse sein, haha. Aber ich, also will ich jetzt kann einfach irgendwie nichts abbauen. Gar nichts. Gucken, ob das jetzt nochmal passiert. Oh, ich glaube auf dem Server ist anders. Dort kann man nicht also Leertaste drückt beim Stein. Man muss immer beim Stein gehen und dann die Pickaxe usen. Okay, warte mal, ich rede nochmal mit denen. Hallo. Ich habe schon gesehen, ja. Sie haben meinen Geländewagen wieder in die Garage gepackt. Aber wissen Sie, warum der immer in die Luft fliegt? Das ist jetzt schon zweimal passiert, ohne Grund. Ja, das habe ich keine Ahnung. Entweder treibt sich hier noch ein Hacker auf dem Server rum. Das ist meine erste Vermutung, weil das waren echt recht viele Explosionen in kurzer Zeit. Ja, das ist der erste Punkt. Zweite Punkt, keine Ahnung. Okay. Ich sag's ja, das ist... Schon wieder. Okay, hier ist schon wieder was in die Luft geflogen. Okay. Hilft das denn vielleicht? So ein Restart? Sollte. Ich sag ja, wenn irgendeiner rausbekommt, wenn ihr irgendeinen seht, der euch richtig verdächtig vorkommt, Bescheid sagen. Okay, ja, also ich bin voll eben gerade hier bei der Garage in die Luft geflogen, als der andere mit dem Quad ankam. Aber der ist ja selber wieder explodiert und ich denke nicht, dass der sich selber töten würde. Ich habe eine Frage, könnte ich meine 12.000 wiederbekommen, die ich dabei habe? Oh Mann, oh. Warte mal, ich frage den jetzt mal, soll ich mein Fahrzeug wieder aus der Garage rausholen und mal gucken, ob das wieder explodiert oder soll ich das jetzt lieber erstmal lassen? Am besten mal in der Garage lassen. Okay. Ich schreibe das jetzt noch einmal als Nachricht an alle raus. Und das alle mal, weil, wie gesagt, ich habe da echt keinen Plan.
Okay, finde ich aber gut, dass sie die immer wieder zurück in die Garage setzen. Ich denke mal, auf anderen Servern wäre das nicht so. Honig ums Maul schmieren. Auf manchen Servern genau. Kann es passieren, dass es dann weg ist, wenn es ein Frack ist. Okay. Wie gesagt, es ist halt, ja, na, ist halt, heute ist halt der letzte Tag vom Gratis-Wochenende, ne? Ja, stimmt. Hoffentlich wird es danach dann besser. Halt stimmt ja, jetzt ist ja gerade Gratis-Wochenende, ja, da war ja was. Okay, ja, dann gucke ich mal, wie ich jetzt so zurechtkomme ohne Wagen. Nicht, dass ich nochmal in die Luft fliege. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, ist halt... Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Leute sich dabei davon versprechen, Geld auszugeben für einen Cheat und kaufen sich noch nicht mal das Spiel. Ich verstehe es nicht. Naja. Ja, komische Leute. Muss man nicht unbedingt verstehen. Ja. Oh. Ich hab jetzt alles abgebaut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und ja, hoffentlich explodieren nicht mehr so viele Autos. Ja, hoffen wir's. Okay, dann laufe ich mal. Bis dann, okay. Tschüss. Ja, ciao. Naja, ist jetzt zwar nicht so schön, dass hier andauernd irgendwas explodiert. Da müssen wir jetzt halt gucken, wie wir hier zurechtkommen. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie zu dir zu kommen. Dann kannst du mich ja mit dem Auto mitnehmen oder so. Und dann... Ich habe jetzt schon, also mein Truck ist voll und sein Lifthaus ist voll. Okay. Ja, können wir uns irgendwo außerhalb treffen, dass du mich nochmal dahin fährst, dass ich mein Inventar auch voll mache und dass wir dann zusammen da Prozessen fahren, okay. Prozessen. Aber auf jeden Fall nicht hier hinkommen, sonst sieht er dich wieder und dann jagt er dich auch in die Luft. Ist wahrscheinlich ein Hacker, weil der hat auch gesagt, es ist ja gerade gratis Wochenende. Also Arma 3 ist ja gerade gratis. Kann man ja gratis testen und so. Das ist natürlich ein erhöhtes Risiko. Okay, dann komme ich dir mal entgegen. Ja, dann warte da aber da an irgendwie am Apfelfeld oder so oder an der Kreuzung oder so. Lass mal kurz. Naja, ich kenne den Weg eh auswendig. Okay, also dann habe ich mein Geld, naja, okay, zumindest die Hälfte von meinem Geld oder so schon wieder ausgegeben. Message vom. Ah, okay. Der Heli ist abgestürzt. Der Heli ist abgestürzt. Der Heli. Lol, da stürzt gerade ein Heli ab. Ja, geil. What the fuck? Ich hab. Okay. Dann ist mein ganzes Kupfer weg. Dann drück mal Z und mach unten links Sync Data. Mal gucken, ob das dann vielleicht noch da ist. Keine Ahnung. Also Sync Data hilft auf jeden Fall manchmal. Aber der Heli da ist gerade abgestürzt, das fand ich irgendwie auch schon ganz witzig, auch wenn das scheiße ist, aber dass der jetzt sogar Helis da angreift, das finde ich scheiße von dem. Naja, mal gucken, ob der Server jetzt neu gestartet wird. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen auf, also es sind zwar schon 23 Minuten, aber ich nehme jetzt noch ein bisschen auf, weil ja viel Scheiße passiert ist und das sonst zu langweilig wird. Ja, eben die unproduktivste Folge ever. Der nimmt diesen Conker irgendwie, bam, oh, Scheiße. Keine Ahnung, irgendwie nimmt er jetzt mit, hat er entführt oder so, was? Mein Auto ist am Arsch. Warum? Ja, ich bin gegen Mast gefahren. Die Hast Engine du keinen Werkzeugkasten dabei? Nee, ich hab ihr gesagt, ich hab kein Geld dafür. Stimmt. Oh Mist. Ich bin bei der Brücke. Wo hinten bei dem Apfelfeld? Bei der Brücke? Ich bin einfach bei der Brücke. Also da tun wir mal lang gehen. Warte kurz, ich hole mir jetzt, Moment, das war da drüben. Hole ich mir wieder einen Rucksack und wieder eine Spitzhacke und das alles. Ist schon gut. Rucksack kaufen. Ja, ist irgendwie ein bisschen doof. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen länger auf, weil ja, ne. Also ja nicht kannst, viel, wenn wir kannst nicht viel schnell machen, haben. Nämlich ich muss jetzt mein Fahrzeug in der Garage parken, haben sie gesagt. Mache ich. Warte kurz, ich hole mir noch eine Spitzhacke. Toll. Vielleicht behalten wir die ja, man weiß es nicht. Spitzhacke, bei. LOL. Och nö. Oh, alter Vater. Okay, das war erstmal ein Polizeiauto. Das ist, glaube ich, das erste Polizeiauto, was in die Luft geflogen ist. Naja, ich komme mal zu dir gerannt. Hoffentlich verfolgt ihr mich jetzt nicht, weil das wäre dann ein Problem. Bleib stehen, ich bin hinter dir. Hab dich gerade gesehen. Ich bleib einfach so hier stehen, mitten auf der Straße. Ja,
Boy. Hallo. Naja, okay. Dann repariere ich jetzt mal dein Auto. Ja, der kann ich schnell zur Garage bringen. Er kann mir eine Karte machen. Die Brücke meinte ich. Dort siehst du mein Auto. Ach, da drüben. Lol. Hä, wie ist das denn da kaputt gegangen? Da war ein Mast. Achso, ja, den hast du umgefahren, okay. Ja. Ja, stimmt, jetzt sehe ich ihn. Ja, dann kann ich den reparieren. Willst du jetzt dein Auto in die Garage bringen, oder ja, willst du? Ja, in die Garage, damit... Ja. Also, der Admin Rest gesagt. Ich kann den nicht reparieren, warum kann ich den nicht reparieren? Musst du mir vielleicht den... Hab ich grad. Hä, ich kann den nicht reparieren, warum geht das nicht? Oder bin ich zu doof dafür? Eigentlich sollte das doch direkt angezeigt werden, wenn man den reparieren kann. Da war gerade irgendwas? Ach nee, das war einsteigen. Hä? Kannst du mir das geben? Eigentlich sollte man aber auch anders. Ah, ich habe einen Werkzeugkasten. Hä, warum hast du jetzt auf einmal einen Werkzeugkasten? Weiß ich nicht. Einen dabei? Wie kann ich es benutzen? Weiß ich nicht. Das ist es ja. Ich kann ja mal. Hä? Okay. Was ist? Schau, machst du es gerade? Nee, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Komm, ich steig mal ein. Hm? Steig mal ein. Hallo. Schau, ich kann gar nicht fahren. Geht gar nicht mehr. Die Engine ist am... Oh. Dass wieder irgendwas explodiert. Ja. Nochmal. Nochmal, yay. Ja. Ich geh mal ein bisschen hier weg. Ich würde sagen, ist ja jetzt egal, dann testen wir das mal kurz offscreen aus. Testen nochmal, gucken nochmal kurz, ob jetzt irgendwie der Server neu gestartet wird oder so. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Die kommt dann wieder auf Shens Kanal. Ja, bei Atlas Live. Die macht man auch mal 3. Genau. Musste auch immer sagen, sonst anfangen sie nur, Atlas Live, das gibt sich bei Steam. Oder so. Ich ja, genau. Sagen. Also Altes Live, die Mod von Arma 3 oder für Arma 3 oder okay. Also der Server wird neu gestartet. Yeah. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Timing. Bye.